Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von Bell. Das härteste Kochduell der Schweiz. 8 Köche treten im Beef Club das Turnier gegeneinander an. Sie alle wollen Beef Club Champion 2020 werden. 3 vorgeschriebene Zutaten, 2 Gerichte und 1 Stunde Zeit. Die Hauptzutat: Fleisch. Ungewöhnliche und wenig bekannte Stücke bringt Bell-Fleischfachmann Philipp Glauser. Die Punkterichter: Gastrokritiker Andrin Willi, Foodbloggerin Anastasia Lammer und Spitzenkoch Jackie Donuts. Nur einer kann am Ende Champion werden und den Preis gewinnen. Eine Reise nach Frankreich für 2 Personen zum besten Restaurant der Welt, das Mirasur. Es geht um etwas. Lass den Fight beginnen. Diese Köche wollten alle Beef Club Champion 2020 werden. Bis ins Finale haben es Gregory und Dario geschafft. Bei Gregory hat Kochen Familientradition und er gibt sein Wissen nicht nur als Koch, sondern auch als Berufsschullehrer an die nächste Generation weiter. Ich freue mich sehr, dass ich im Finale drin bin. Endlich ist der letzte Tag getroffen, wo ich Vollgas geben kann. Sein Gegner, der kreative Dario. Er beliefert gleich mehrere Restaurants mit seinen Rezeptideen. Ja, das Ziel ist eigentlich ganz klar: Sieg. Wer wird heute gewinnen und mit welchen Zutaten? Bell-Fleischfachmann Philipp Glauser klärt auf. Herzlich willkommen im Finale des Beef Club 2020. Ich habe ein finalwürdiges Stück Fleisch mitgenommen, eine ganze Kalbschulter vom Simmentaler Kalb. Kalbschulter wird oft unterschätzt, dabei kann sie so viel. Wir haben das berühmte Ossobuco, wir haben vom Grossi den Sonntagsbraten drin, wir können Voressen machen aus dem Stück und es versteckt sich auch ein Second Cut, das sogenannte Flat Iron, aus dem Schulterspitz geschnitten. Genau den würde ich gerne heute in einem Gericht sehen. Das zweite Stück Fleisch könnt ihr frei auslesen, was ihr gerne verarbeiten könnt. Da habe ich schon x-mal so ein Stück ausbeinelt. Darum weiss ich genau, was ich machen muss. Und dass wir es wirklich finalwürdig machen können, haben wir noch 2 Nebenzutaten. Auf der einen Seite Aronia-Beeren. Ich habe schon viel von diesen Beeren gehört, ich habe sie noch nie probiert. Sehr speziell, mal schauen, was ich heute aus dem mache. Aronia-Beeren sind so ein richtiges Superfood. Sie sind voll mit Antioxidantien und ich liebe sie in meinem Müsli, aber am liebsten getrocknet. Buchenholzkohle. Das konnte ich zum Glück schon mal essen, also in einer Kombination im Gericht. Darum bin ich gespannt, wie das einsetzen. Bei uns wird Kohle selbstverständlich zum Grillieren verwendet, als Zutat eher selten, leider. Man könnte sie nämlich drüber raffeln, man könnte räuchern damit, man kann sie aber auch vielleicht in Sonnenblumenöl oder so auflösen und dann das als Element für ein Gericht brauchen. Gregory, Dario, heute geht es um alles. Ihr habt genau 1 Stunde Zeit, um uns zu überzeugen. Es geht los! Beide Kandidaten machen sich zuerst ans Fleisch und beide wirken extrem konzentriert. Die 2 haben sich ins Finale aufgeschafft. Und jeder will gewinnen von denen. Ich erwarte eine Schlacht, ein grande Finale. Der Dario macht das so professionell. Er schneidet, er tut ausbeinen, er macht zack, 3 Schnitte wie ein Chirurg. Und trotzdem löst er dann das sehr, sehr sauber aus. Hey Dario, das ist schon beeindruckend hier, dein Tempo. Ja, heute geht es um etwas. Finde ich grossartig. Weißt du denn schon, was du machst? Ja. Mit welchem Stück? Also da mache ich ein Kalbstartar. Ja. Und mit dem anderen mache ich das Mini-Ragu. Ja. Und dann gehen wir zurück ins Bündnerland mit meiner Polenta. Ah, und wie sieht es bei dir aus, Gregory? Ich würde hier Schulterfilet rauslösen und dann ein orientales Kalbsragout machen. Das Flatiron würde ich dann rückwärts braten. Rückwärts braten? Genau.
Ich weiß nicht, was das ist, rückwärts braten. Normalerweise ist ja zuerst braten und das ist doch wie umgekehrt. Das ja, nennt man sicher mit rückwärts. Was ist denn rückwärts braten? Das weiß ich auch nicht, habe ich noch nie gehört. Gregory, kannst du uns noch mal erklären, wie das rückwärts braten geht? Einfach etwas ansortieren und dann im Ofen schön auf die 60 Grad, damit wir schön Rosé haben innen drin. 60 Grad. Zuerst anbraten, ja. Und dann kannst du in die 60 Grad rein. Ja. Kannst du nicht gehen. Nein. Dann hast du Dampf. Dann hast du Dampf. Die Jury ist verwirrt. Aber vielleicht macht Gregory auch was anderes, als er sagt. Dario macht ganz genau das, was er angekündigt hat. Ja, das ist der Ansatz von meinem Ragu. Und bei der Vorspeise gibt es ein Kalbstartar, wie man Herdöpfel spumen. Immer ein Tartar und Tartar und Tartar, oder? Es ist einfach, heute ist in den jungen Köchen im Kopf einfach Tartar und Tartar machen. Es ist einfach langweilig, langsam. Okay, da braucht es mehr Kreativität, um Jackie zu überzeugen. Hoffentlich hat Dario noch mehr auf der Pfanne. Da mache ich Grundbasis für den Herdöpfelspumen. Da freuen wir uns. Bei Gregory sind alle Herdplatten bereits belegt und alle Hände voll. Der Gregory schöpft heute aus dem Vollen. Er püriert Mangold. Er versucht, ein bisschen out of the box zu denken. Und genau so etwas braucht es fürs Finale. So, liebe Kandidaten, es ist Halbzeit. Jeder will zeigen, was er kann. Aber die Zeit ist ein unbarmherziger Gegner. Es gibt auch Polenta Chips. Noch leicht Parmesan drin. Servierst du Polenta in Chipsform? Nein, also rein Teil. Ah, okay. Back roasted. Das ist Rückwärtsfleisch. Rückwärtsbraten ist eigentlich, wenn man das Fleisch zuerst auf Temperatur verbringt und dann ansortieren. Das hatte ich eigentlich vor und dann habe ich gemerkt, dass die Zeit nicht reicht. Und darum habe ich es dann umgekehrt gemacht. Das heisst, klassisch Vorwärtsbraten. Hat der Aronio berichtet? Oh. Schwer grusig, hä? Nein? Nicht? So geil, schwer grusig. Das sagst du jetzt einfach, oder? Nein, also. Das sagst du jetzt einfach. Ja. Darf ich das probieren? Ja. Ganz wenig Zucker. Baha! Ja, ist auch noch nicht fertig. Nein. Ich habe es probiert, ich habe es gern gehabt. Und denkt. Muss er auch. Jetzt sind es nur noch 20 Minuten. Habt ihr das Gefühl, dass euch die Zeit davonläuft? Ja, im Moment schon noch gerade, ja. Scheiße. Das Eiermassaker. Wenn das Ei, das ist mir jetzt richtig in die Hose. Hure Seich. Hat noch Zeit. So viel Zeit hat er nicht mehr. Nur noch 10 Minuten. Nicht zu viel von dieser kostbaren Kohle. Ja. In dieser kurzen Zeit noch zwei Teller zu jassen, das wird sehr, sehr knapp. Hier ist Darios erstes Gericht. Danke. Oh. Das Tartar-Hund. Wunderschön angerichtet. Der Dario hat sich wirklich gemacht. Also mein erster Gang wäre ein Herdöpfelspumme, wo ich ganz wenig schwarze Kohle drauf habe. Dann ein Kalbstartar, oben drauf ein pochiertes Ei. Und Bröselkrumble mit Nussbutter. Guten miteinander. Danke vielmals. Guten. Ich bin begeistert vom Aussehen. Das ist ein sehr rundes, sehr gutes Gericht. Also der Startschuss ins Finale mit so einem Gericht ist definitiv geglückt. Wie sieht's aus bei Gregory? Super. Danke vielmals. Also im ersten Gang haben wir das Flatiron mit einem Tomaten, Ronja-Beeren, Chutney, dazu Federkohl-Chips und Süßherdöpfel sortiert. Guten Miteinander.
Der Gregory hat einen wunderbaren ersten Gang kreiert mit super zartem Fleisch, Sweet Potato und Tomaten. Das hat mich extrem überrascht, dass das wirklich zusammenpasst. Also, wenn man Ratatouille gemacht hat, also alles probiert hat miteinander, eine sensationelle Kombination. Chapeau. Die Zeit läuft und jeder muss noch ein finalwürdiges Gericht vor die Jury bringen. Dario richtet bereits an. Dario hat es in der Zeit geschafft. Also da bei mir im Hauptgang habe ich Maisgrieß, eine Art Polenta gemacht mit brauner Butter. Oben drauf Polenta-Chips mit Senfkörner, dann ein Kalbsragout aus der Schulter. Und Beere habe ich leicht karamellisiert, eingekocht und es gar nicht dazu tun. Guten miteinander. Ich habe ja die Aronenbeeren hier, die Aronia, habe ich aus dem Töpfchen probiert und es war einfach sehr, sehr bitter, sehr sauer gewesen. Im Gericht hat es dann aber funktioniert. Das habe ich grossartig gefunden. Gregory hat nur noch 2 Minuten. Und geschafft. Also, unter der geheimen Glosche haben wir das orientalische Kalbsragout, das ich mit Kokosmilch geschmort habe. Unten dran haben wir einen grünen Couscous. In der Sauce selber habe ich auch die Beere drin verwendet. Oben drauf haben wir einen leichten Joghurt. Und das Ganze ist dann geräuchert worden mit Apfelholz und der Buchholzkohle. Guten miteinander. Danke vielmals. Danke. Das ist schon interessant, aber ich habe von dieser Kohle im Grunde noch nichts geschmeckt. Ich bin eigentlich nicht so ein Couscous-Fan. Ich finde die Gerichte so ein bisschen behäbig normalerweise. Aber er hat es jetzt wirklich geschafft, mit der Kräuterkombination, mit den Schultern, mit dem Joghurt das Thema aufzunehmen und hat aber auch seine Kräuter schön im Ofen innen zuerst richtig erhitzt, sodass der Geschmack voll übergekommen ist. Ich will mir das Gericht bestellen in seinem Restaurant. Ja. Beide Kandidaten haben alles gegeben. Deinen ersten Teller habe ich sehr schön gefunden. Einerseits vom Anrichten her, andererseits aber auch geschmacklich. Ich habe es sehr cool gefunden, dass das Fleisch wirklich auf den Punkt gar war. Gregory, Tomaten, Aronen, das hätte ich nicht gedacht, dass es zusammenpasst. Hat es aber. Deinen zweiten Teller habe ich auch sehr lässig gefunden. Vor allem hat mir gefallen, wie du entschieden hast, die Komponenten reinzubringen. Im zweiten Gang erzählst du von einem Ragu. Das Ragu sind immer Würfel. Ja. Das Gesetz sind Scheiben. Also du hast ja mehr Scheiben wie Ragu. Dario, ich bin ein totaler Fan von dieser Kombination Tartar, Ei und Espuma. Die Crumble mit Nussbutter oben drauf, das hat ihm dann noch so ein bisschen einen speziellen, guten Touch gegeben. Das hat mir sehr gut gefallen. Das ist ein Tartar, ich besser abspucken können. Aber es war sehr gut, was du gemacht hast. Dann der zweite Teller. Sehr, sehr fein. Du hast voll meinen Geschmack getroffen. Der Hartweizengrieß war ein bisschen lumpig, aber sonst hat es mir sehr, sehr gut geschmeckt. Danke vielmals euch beiden für das feine Essen. Sehr gerne, merci. Jetzt wird es sich zeigen. Wer konnte mehr überzeugen? Gregory, Dario, es ist soweit. Ihr kommt jetzt eure Punkte über. Aber kurz vorher möchten wir euch noch eure Trophäe zeigen. Einerseits könnt ihr diese grandiose Trophäe gewinnen. Der Gewinner darf auch ins Mirasurs, derzeit beste Restaurant der Welt, essen und einen ganzen Aufenthalt in Frankreich geniessen. Ich fange bei dir an, Gregory. Du kriegst von mir 6 Punkte. Dario, du kriegst von mir auch 6 Punkte. Gregory, für deine super Leistung kommst du von mir 7 Punkte über. Dario, für deine wahnsinnige Steigerung gibt es von mir auch 7 Punkte. Ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Ich fange mit dir an, Dario. Du bist aus dir rausgekommen, hast Neues probiert und hast mich total überzeugt. Und darum schließe ich mich an mit 7 Punkten. Gregory, du hast mich total überzeugt. Mit 9 Punkten. Ja!
Und damit steht der diesjährige Beef Club-Gewinner fest, Gregory Connelly. Aber auch Dario hat sich fantastisch durchs Turnier gekocht und sich den zweiten Preis mehr als redlich verdient. Herzlichen Glückwunsch. Und super. Mache mit beim Wettbewerb und gewinne einen Gutschein von Bell im Wert von 500 Franken. Ein anderes Wort für Kalbschulter ist A. Schaufel oder B. Besen. Sende eine SMS mit dem Kennwort Beef A oder Beef B und deine Adresse an die Zielnummer 4636. Eine E-Mail an beefclub@z1.ch oder ruf uns an unter 0901 30 50 88. Teilnahmeschluss ist der 23. Dezember. Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von Bell.